Willkommen zu Abschnitt C des Talos Principles. Wir haben wieder 7 Bereiche mit einer Menge Puzzleteilen. Und zwar alle rot. Alle rot. Das wird ein Spaß. Und zuerst machen wir einen Computer. Himmel oder Hölle? Himmel. Es ist der Geist, sein eigener Raum. Er kann in sich selbst einen Himmel aus der Hölle und aus dem Himmel eine Hölle schaffen. Was gilt? Was gilt das Wo? Bin ich nur immer ich? Und was ich sein soll, doch nur größer nicht, als er, der durch den Donner Mächt gewahrt. Hier sind wir frei, hier baute nicht der Herr, um Neid zu wecken, wird uns nicht von hier vertreiben. Sicher können hier wir herrschen, und wie mich dünkt, ist Herrschen, wird gelohnt. Und wer es auch in der Hölle, besser ist, der Hölle Herr sein, als des Himmels Sklave. What? Wer hat das denn geschrieben? So unverständlich. Das alte Brauchtum, dass die Welt nach 6000 Jahren vom Feuer verzehrt werden wird, ist wahr, wie ich aus der Hölle erfahren habe, sagt William Blake. Okay. Alles klar. Denn dem Engel mit dem flammenden Schwert wird hiermit befohlen, seinen Wachposten am Baum des Lebens zu verlassen. Und wenn er dies tut, wird die gesamte Schöpfung verzehrt werden und dabei unendlich erscheinen. Und heilig, während sie jetzt endlich und korrupt erscheint. Aha. Und die Idee, dass der Mensch eine Seele hat, muss ausgemerzt werden. Okay. William Blake, alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Zack. Und vielleicht so. Und dann haben wir noch so, ja. Tetris. Einmal umschauen. Hier gibt es wieder eine Treppchen. Aber bis jetzt haben diese Treppchen mich ja nicht besonders weit gebracht. Oh, Nachrichten. Das letzte Land, bevor ich die Welt erobert habe. Ich nehme an, du zählst auch die geheimen Inseln? Was? Geheime Inseln? Ich hasse dich! Ist das jetzt ernst oder ist das ein Scherz? Ich gehe davon aus, dass geheime Inseln wirklich existieren. Oh, noch mehr. Mehr schlechte Kopien von vergessenen Welten. Ich kann es gar nicht abwarten. Fuck, hat mir das Wort aus dem Mund genommen, sagt Skid Row. Es muss mehr geben, etwas Tieferes als was ich bin. Etwas Besseres. Ich muss es zerreißen, muss diese künstliche Welt zerstören, um die Wahrheit zu finden. Um mich zu finden. Wir haben es soweit geschafft. Du brauchst nur die Roten, um den Turm zu besteigen. Und die hier sind die Letzten. Die Roten sind eine Lüge. Grün ist die Farbe des ewigen Lebens. Holier than thou. Großartig. Wie sie sich mal wieder zoffen. Das ist kein Barcode. Sieht nur ein bisschen so aus. Okay, Abschnitt C. Lass es uns tun. Bin gespannt, wie der hier aussieht. Was hatten wir? Griechenland und Ägypten? Du bist weit gekommen und hattest Erfolg, wo so viele vor dir gescheitert sind. Du hast das Reich der Ruinen und das Reich des Todes durchquert. Nun liegt das Reich des Glaubens vor dir. Und wisse, dass so wie du an mich glaubtest, glaube ich nun an dich. Na wunderbar, danke Papa. Ich denke, das wird jetzt hier so mittelalterliche Kirche. Das Reich des Glaubens, ja. Wird das so Mittelalterwelt. Da geht die Eins los. Dann betreten wir doch mal die Eins. Chaos ja. Ist das, was vor der Zeit existierte. Wenn die Worte einer Geschichte ihre Bedeutung verlieren, wenn Taten keine Geltung mehr haben, wisse, dass nur der Glaube dich vor diesem Schicksal bewahren kann. Nein! Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Wenn du mir auch nur ein wenig ähnelst, musst du dir nur genug Zeit nehmen und die Lösungen werden dir nur so zufallen. Hier, im Garten der Welten. Garten der Welten, so. Was steht da? Wenn ich zu müde bin, um die Geheimnisse meines Lebens zu erforschen, komme ich hierher, um mich auszuruhen. Irgendwie ist es friedsam hier. Ich schaue einfach nur die Bäume und das Wasser an und tue nichts. Der Ed hat es aber weit gebracht, immerhin ist er hierher gekommen. Na gut, er hat auch nur Grüne gebraucht, um hierher zu kommen. Da hinten sehe ich wieder eine Nachricht.
Manchmal denke ich ans Mittelalter, wie es sich angefühlt haben muss, in den Überbleibseln solch einer mächtigen Zivilisation zu leben und sich bewusst zu sein, dass so viel Wissen verloren gegangen ist. Aber dann denke ich daran, dass während Europa in Dunkelheit versank, andere unser Wissen bewahrt haben. Die Zivilisation hat immer überlebt, weil die großen Errungenschaften der Philosophie und der Wissenschaft nicht an ein Volk oder eine Religion gebunden sind. Sie gehören uns allen. Und eines Tages werden sie dir gehören. Ich habe mich doch letzte Folge oder vorletzte Folge gewundert, warum sie mich mit Alex angeredet hat. Natürlich habe ich vergessen, sie heißt Alexandra. Irgendwas kann ich hier benutzen. Das ist mysteriös. Es passiert aber nichts, wenn ich klicke. Das Benutzen funktioniert nicht. Schön. Ein Puzzle außerhalb des Puzzles. Ich brauche einen Jammer. Das ist doch bestimmt ein Stern. Ein Stern wieder machen. Schön, die Kiste hier. Mit Sonnenuntergang. Wunderbar. Okay, nachdem wir uns hier ausgiebig umgesehen haben. Es muss einen Weg geben zu entkommen. Ein Weg, jemand anderes zu sein. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass die Realität von jemand anderem definiert wurde. Ich habe meine eigene Realität verdient. Okay, komm mal runter von deinem hohen Ross. Ja, hier sind lauter Puzzle im Puzzle. Da war jetzt auch so ein blaues Tor. Wenn ich nachgeschaut habe, da jetzt ein Stern hinten dran war. Oh, ich habe das Gefühl, es ruckelt wieder so ein bisschen auf der Aufnahme. Ich hoffe nicht zu arg. So, ich glaube, wir hatten hier noch nicht mit dem Computer geredet, oder? Der piepst nämlich noch so. Oh, Sie sind heute einfach mein bester Freund. Sie haben diesen Schickimicki-Turm bereits betreten, oder? Glaub ich nicht. Oh, bitte. Er mag Allwissenheit vortäuschen, aber ich bin es wirklich. Ich kann Ihre Auflehnung bis hier riechen. Außerdem habe ich Ihren Systemzugriff bemerkt, also weiß ich genau, wo Sie waren. Ich liebe es, wenn sein Plan nicht funktioniert. Was haben Sie gesehen? Mehr Rätsel. Dachte ich mir. Hatten Sie Schwierigkeiten? Sagen Sie. Hat er es überhaupt bemerkt? Ich glaube, der redet nur vor sich hin. Ich bin nicht überrascht. Ich muss wohl nicht sagen, dass ich glaube, dass Sie durchaus etwas Forscher sein könnten, bevor Sie seinen Zorn auf sich ziehen. Natürlich ist das voll und ganz Ihre Entscheidung, oder? Und wieder drei Nachrichten. Apokryphen 1. Eine Vision für Eadwald durch den Erzengel Uriel. Na, großartig. Uriel ist auch hier. Plagen vom Kronen Gottes. Ein Engel kam auf die Erde, sein feuriges Schwert. Uriel. 7 Plagen sind im Land erwacht. Durch die Hand Elohims. Durch Papa. Ja, lest das mal selber. Ich hab keine Lust. Falsche Datei. Nochmal zurückschließen. Hoffnung. Hallo. Ich hoffe, du bekommst diese E-Mail. Das Internet verschwindet ständig unvorhersehbar. Ich wollte dir sagen, dass ich versuchen werde, zu dir zu kommen. Ich weiß, es ist weit und es bleibt nicht viel Zeit, aber ich denke, ich kann es schaffen. Ich will bei dir sein, um die Wurt lieber auf dem Weg zu dir, als hier zu bleiben, so weit weg von dir. Zumindest werde ich so nah sein, wie ich kann. Aber hey, nicht traurig sein. Ich könnte es schaffen. Ich habe darüber nachgedacht und die Entfernung sollte machbar sein. Vorausgesetzt, die fangen nicht an. Bis bald. Ich liebe dich. Okay, wer auch immer das war, hat hoffentlich nicht an mich geschrieben. Nadja Sarabai. Ich kann ja sehen, wie es geschrieben wurde. Naja. Eine App-Lizenz, alles ist dunkel und still, die Sterne sind heller, als ich jemals gesehen habe. Weit über mir kann ich das Wasser leise rauschen hören. Drinnen nimmt Alexandra eine ihrer Zeitkapselnachrichten auf, während sie das Szenario-Modul testet. Arkadi lädt die neuesten Dateien ins Archiv hoch und murmelt etwas über das MLA-Programm. Und Omar schläft auf der Couch, die wir gestern aufgestellt haben. Und ich sitze hier, schreibe diesen Text, kann nicht glauben, dass es je vorbei sein wird, dass diese eigenartig friedliche Existenz nicht für immer weitergehen wird. Ich sehe Talos und DL und ihre Aufgabe scheint wie etwas, das immer in der Zukunft sein wird. Ein Ideal, auf das wir zuarbeiten, nicht etwas, das real werden wird. Ich wundere mich, ob es ruhige Orte in der Simulation geben wird. Orte, an denen man sich ausruhen kann, ohne an die Zukunft zu denken. Ich hoffe es. Jeder hat ein paar friedliche Momente verdient.
Ja, wir sind an der Simulation und haben einen friedlichen Moment verdient. Einen friedlichen Moment, ohne irgendwelche blöden Puzzle zu lösen. Sagte ich schon, dass ich das Puzzle hier lösen möchte? Rückstoß! Kein neues Puzzle-Element, soweit ich das sehen kann. Noch nichts, mit dem ich Wände kaputt hauen kann. Hier ist ein Gitter mit einem Jammer dahinter. Hier ist Strom, hier ist eine Kiste und noch mehr Strom. Und wir haben noch keinen Verbindungsteil. Wir haben lediglich die Kiste. Aber komme ich denn da drüber? Ja, tue ich. Alles klar. Hier ist noch eine Kiste. Das heißt, mit dieser Kiste könnte ich zurückklettern. Das ist wohl der Gedanke. Kann ich da auch die Kiste mitnehmen? Ja, ich kann. Das ist gut, das ist gut. Okay, das heißt, ich habe mir einen Jammer erobert. Mit dem Jammer komme ich an das Teil hier ran. Und das bläst mich zurück da drüben. Macht nichts, macht nichts. Ich sehe da schon einige Probleme auf uns zukommen. Okay, also angenommen... Moment, das muss ich kurz... Das bringt mir ja noch nichts, hier durchzugehen. Da war ich ja schon. Na gut, das, natürlich bringt es mir was. Ich kann jetzt weiter jammen. Aber eigentlich wollte ich noch was anderes ausprobieren. Egal, ich jamme erstmal. Erstmal gucken, wo wir so hinkommen. Also, hier ist eine Plattform, die nicht aktiv ist. Die man erst mit irgendwas aktivieren müsste. Zum Beispiel blauem Strom. Haben wir aber nicht. Und da drüben war nichts dahinter, das weiß ich schon. Gut, dann mache ich jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Das war das Ding hier zu nehmen und da drüben drauf zu schießen. Weil dann kann ich doch mit dem Jammer garantiert das Ding da jammen. Und mitnehmen. Okay. Und hier wäre das Ziel. Das Problem an dem Ziel ist, ich kriege keinen Gegenstand hier durch. Der einzige Weg, wie ich einen Gegenstand hier reinkriege, ist über diesen Ventilator. Gut, aber ich glaube, dann habe ich jetzt mir den Weg hier ja schon geöffnet. Was bedeutet, dass ich eigentlich nur noch lediglich den Ventilator anmachen muss. Und dafür habe ich gesagt, muss ich blauen Strom von hier da reinbringen. Dann ist der an. Okay, das verstehe ich. Ja, das macht Sinn. Okay. Also. Ich möchte... das habe ich gleich. Ich habe es verstanden. Ich möchte hier aufmachen. Ich möchte mein Windrad holen. Das brauche ich noch. Ups, ups, falsches Ding aufgehoben, sorry, gleich nochmal. Dann möchte ich das hier jammen, lege das Windrad schon mal da drauf. Das brauche ich nachher zum Buttons drücken. Das sollte ja schon hier weggepustet werden, wenn es da liegt. So, jetzt jammen wir die Tür wieder und machen die Schose an. Gucken wir mal. Oh, es fliegt nicht. Nein, da muss ich die Box da drauf stellen. Nicht das Windrad. Wo habe ich denn die Box abgestellt? Ich hätte noch zwei Boxen. Ja, ja, klar. Alles klar. Ja, warum habe ich denn das Windrad genommen? Das war auch dämlich. Wenn ich doch so viele Boxen habe, brauche ich doch das Windrad nicht zu nehmen. Vielleicht brauche ich sogar beide Boxen. Ich stelle mir zur Sicherheit beide ab. Und weil es so schön war... Oh, ich kann es nicht oben drauf legen. Okay, das Windrad legen wir einfach wieder hier in die Mitte oder so. Okay. So ein vages Gefühl, dass man aus diesem Puzzle hier auch irgendwie Dinge rausschmuggeln kann. Nur so eine vage Vermutung. Okay. Dann sind meine Kisten hier angekommen und jetzt kann ich ja einfach hier rein.
So, hat es mir was gebracht, hier eine zweite Kiste mitzubringen? Kann ich auf diesen Engel klettern? Wirkt nicht so. Okay. Dann glaube ich, bin ich mangels besserer Ideen hier erstmal fertig. Was sagt denn die Zeit? Ui, geht ja schon lang die Folge. Geht ja schon lang. Vielleicht gibt es noch ein kurzes Rätsel. Ich fürchte, die sind alle nicht ganz so kurz. Das Gewächshaus, oh Gott, das sieht auch groß aus. Immerhin ist da das Ziel direkt vor den Augen. Dieses Rätsel hat keine Lösung. Ernsthaft, es ist totaler Unsinn. Es ist nicht mal den Versuch wert. Wenn es dir nicht wichtig ist, eine Lösung zu finden, wirst du frei sein. Lass dich nicht von Samsara entmutigen. Es gibt eine Lösung. Dein Geist darf nicht in Mustern gefangen bleiben. Wenn du die Wahrheit ohne Vorurteile verfolgst, wirst du sie auch finden. Okay, Muster brechen. Wir brauchen keinen blauen Strom, um das zu öffnen. Wir brauchen roten Strom. Das wär's. Das Spiel verarscht uns einfach komplett. Tut ja nicht weh, es mal auszuprobieren. Okay, hier sind ein paar Tore, Durchgänge. Also jede Menge Fenster. Oh, zu viele Fenster. Oh, so viele Fenster. Okay, uiuiuiuiuiui, was habe ich verbrochen? What the f... What? Jetzt ruckelt es aber ganz viel. Aha! Das Fenster hier ist auch äußerst verdächtig. Das merke ich mir. Okay, also man kriegt den Kram hier geöffnet. Und jetzt will das Rätsel mir sagen, du musst den blauen Strom da irgendwie rauskriegen. Aber das allererste, was ich hinkriegen muss, ist das Ding hier aufmachen mit einem einzelnen. Damit ich den blauen Strom auch irgendwo hintransportiert kriege. Und das bedeutet... Habe ich mich eingesperrt? Habe ich mich eingesperrt. Großartig. So. Wirkt doch jetzt gar nicht so schwer. Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss doch schon fertig sein, oder? Ja, das war echt leicht. Und ich krieg hier Strom rausbefördert. Okay, den Strom rausbefördert, den merke ich mir einfach mal und dann lösen wir damit noch irgendwann das Sternrätsel. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. So, ich befinde mich in Level A7 und ich habe hier mal einen kleinen Grundaufbau gestartet. Von blauem Strom, der hier hindurch fließt und bis nach hier vorne. Und meine Hoffnung ist die folgende, dass ich den jetzt von dem Puzzle da drüben aus sehen kann. Das wäre wieder ein gigantischer Laser, den ich leider brauche. Und da hole ich mir noch mal schnell den da drüben. Höp. So. Ja, das kann ich sehen. Sehr gut. Denn hier befindet sich eine blaue Tür, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber jetzt kann ich es. Und ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass sich hier hinten dran ein Stern befindet. Tadadada. Das wäre dann also der Stern für A7. Alles klar. Oh, ich hätte keinen Song diesmal. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oder so.
Bis dann. Ein kurzes Easter Egg in A7. Ich habe hier ein Terminal entdeckt und ich dachte, ich lese es mal. Oh, ups. Ein Problem mit Windows. Abgestürzt. Oh, sorry.